Mensch, drei Live-Zuschauer, so viel hatte ich glaube ich noch nie. Na, mal hin. Das anhört. So viel beim Fressen gehen. Ich glaube gerade, Fressen ist ich habe die raus, Seite jetzt Digga. fertig, oder? Mit Steinen. Wie ich das richtig gesehen habe. Ja, die linke Seite schon mal fertig mit dem Stein, mit Steinen. Jo. Es fehlen nur noch Stöcke. Es geht ja auch easy. Überall einfach nur die kleinen Dinger weghauen oder auf den Boden aufsammeln. Das Muss stimmt aber auch wohl. sagen, gerade ist ein bisschen Ruhe. Hä? Also wir hatten ja vorhin echt viele Ja. Attacken so. Na, vielleicht haben wir jetzt erstmal alles wieder weggeräumt, was jetzt so in der Nähe war. Oder die sammeln sich gerade. Wir planen sich sicher den nächsten Angriff. Einen Baumstamm. Ja, auf der linken Seite von dem von den Dornen, hinten auf der Rückseite, da fehlt, glaube ich, noch ein oder zwei Stück. Hey, noch mehr Regen, noch mehr Wasser für unsere Tröge. So, also links ist schon mal alles dicht. Da kommt keiner mehr, auch nicht über die Wasserseite mehr ins Lager rein. Gut. Wird ja langsam eine kleine Festung, ey. Dann haben wir hier so ein kleines Häuschen drin stehen, ist voll niedlich von draußen, wirst du denken, so hier ist voll die Festung drin, da kommst du hier rein, steht hier so ein alpinen Häuschen, so ein kleines. Vielleicht sollte man da was doch größer bauen. Genau, ein größeres Haus, das Haus ein bisschen größer machen. Wie willst du denn das noch größer machen? Ist doch ein Fertighaus gewesen, das kriegst du doch nicht größer. Außerdem reicht das doch. Du brauchst das doch eigentlich nur als Speicherpunkt. Du brauchst du hier keine riesen Bude mit 50 Zimmern. Das Wichtige ist doch das Überlebenszeug und nicht die Bude. Doch, alles wichtig.
Fehlen denn irgendwo noch Steine oder ist das nur Stücke? Steine fehlen, glaube ich, auch noch ein paar. Ach ja, hier ganz rechts. Das hin. Oh, hi. Gegner. Müssen die Alte hin, oder? Der ist schon tot. Nur noch die Frau. Und die vielleicht auch. Das war mal ein kurzer Höhepunkt bei ihr. Solltest du von zu Hause doch kennen. Der war wieder schlecht. So. Irgendwas Großes. Siehst du nicht, woher es kommt? Da kommt was. Ja, normalerweise bist du ja gewohnt, dass es von vorne kommt. Der war auch schlecht. Tja. Schlechte Sprüche, aua! Schlechte Sprüche sind immer meine Baustelle. Genauso wie schlechte Fahrweise. Oh! Herzhaft? Was denn? Der ist mit daher gerannt, um mich zu killen. Ich hab's fast noch in die Wohnung ins Dings geschafft, Hacke. Ich würde mal sagen, der ist hinüber. Ja. Yeah. Jetzt hatten wir jemand weggeschleppt. Hier draußen liegt noch einer. Ich habe hier noch einen liegen am Feuer. Ja, das war meiner. Den wollte ich ja gerade zerhacken, den hast du mir einfach weggenommen. Nee, am Feuer liegt noch einer, also zwei insgesamt. Einer, einer liegt am Feuer und zum Zerhacken, also beide liegen am Feuer, ja. Habt ihr noch kurz geschnitten? Jetzt, ich dachte schon, das Bein geht gar nicht mehr ab, ey. Hier, nimm noch den. Weil du gerade schon dabei bist, Metzger, du. Ich dachte, das Bein geht gar nicht mehr ab. Das kann auch schon ein bisschen zweideutig sein. Ey! Du rennst aber auch genau rückwärts rein. Da, weil ich angegriffen werde, Kev. Wo bist du denn angegriffen? Ich hab doch gar nicht... Ah, da, okay. Den habe ich jetzt echt nicht gesehen. Der ist auch hinüber, gut. Jetzt ja. So, einmal Schlachtplatte. Lecker getrocknetes Bein mal einverleiben. Raus ist noch jemand, der... So, wer hat eben gerade gesagt, von wegen, es ist gerade ein bisschen Ruhe. Der Fetti. Otter. Ey, raus aus unserer Türe. Hier ist noch einer, bitteschön. Einfach ins Feuer legen.
Noch einer. Die Schüler sehen irgendwann auch wie Spock. Wir können übrigens schon wieder Nachtruhe machen, ne? Nur so als. Ja, können wir. Oh, da gibt's Arme. Vor die Leichen am Feuer. Das war ein gleicher Zustand. Oh, ich hab 83%, obwohl ich Arm und Beine fresse. Ah, nicht mal Waldo Wehre, ich bin dran. Okay. Ach, das bade ich aus. Ich brauche keine Lower Wehre. Nächste, mir geht's gut. Und wie war dein Urlaub so? Ach, ich war auf einer entlegenen Insel und hab exquisites Fleisch gegessen. Wie das aussieht, wie wir einfach so ganz locker lässig, wie das normal ist auf der Welt, einfach Leute zu hacken und ins Feuer schmeißen. Ja. Der normale Alltag hier, ne? Ja, ist alles ganz normal. Das machen die auch zu Hause, wenn sie nicht auf der Insel fest. Ja. Das schon. Der Metzger ist da. Ja. Verdammt, ich hab vergessen, den Kopf am Zack nehmen. So ganz nebenbei. So ganz nebenbei. Ich hab wirklich vergessen, einfach gerade den Kopf am Zack, ja. Aber den Köppen kannst du eigentlich eh nicht viel machen, außer dass du die halt auf diese Ornamente da hauen kannst. Oder schmeißen so einen Topf. Und dann? Ja, einmal Kopfsuppe. Aber wir haben ja keinen Tümpel in der Nähe. Weil der bist im Wassertopf ganz schön weit laufen. Hallöchen, Kleiner. Wer war jetzt hier der Metzgermeister, Meisterchef? Was hast du, was denn? Wir haben gar keinen Dings mehr, ne? Doch, hier, warte mal. Was? Kein Platz mehr. Auf den Gestellen. Alles voller Arme und Beine. Im Minutentakt bringen wir hier die Leute um. Ja, ja, jetzt ist es halt. Einmal getrockneter Arm, frisch. So. Gehst du so an die Fleischtheke? Was haben Sie heute so im Angebot? Auch frisch getrockneten Arm. Ja. Aber wir können noch ein Bein anbieten, wenn Sie möchten. Dann kannst du schön zum Klammer nehmen, noch zwischendurch die Fußnägel oder so. Knusperbeilage. Oder ein Zahnstocher. Ach. So. Der Nachschub. Da kommt das was Neues für die Theke. Okay.
Erst bin ich für die Theke da. Soll das Cap auch mal aufheben, Ivan? Vielleicht. Oh, Headshot, Alter! Oh, geil! Ich hab grad einen Kannibalen voll den Pfeil in den Kopf geschossen. Noch einen! Alter, was geht hier ab? Boah. Ich muss mal hier gerade meinem. Meinem Lebenssinn frönen. Deinen Unlebenssinn? Ich muss wieder Dings zerlegen hier. Da kommt gerade mal ganz schön eine Menge an Leute, ja. Hier liegen jetzt 5 Stück draußen, wenn du noch was brauchst, um zu hacken. Wir haben so viele Gestelle gar nicht. Neue Gestelle bauen. Könnt ihr eigentlich einen Kornkorb basteln und Knochen sammeln? Hier glitscht voll der Kopf rum. Seht ihr, zeige ich auch, dass der hier voll alleine rumkullert? Ja. Du, Herr Kessler. Der glitscht hier. Fußball! Fußball! Maradona! Oh, hier! Zur Flanke! Ah, hier! Ribéry, ich hab Ohrfeige. Nee, das ist Will Smith. Ribéry konnte das auch immer gerne. Der hat auch immer seine Gegner geohrfeigt, teilweise. Hat dann aber immer nur gelb gekriegt. So. Ich denke mal, unsere Wasserdinger müssten auch langsam übervoll sein. Ja klar, da war das Wasser mal drin. Also in Sachen Ausrüstung haben wir heute schon mal viel geschafft und viel fürs Lager. Ja. Ich wieder Nachschub an Leuten. Kommt wieder was für die Fleischtheke. Alter, wow. Da kommt halt Frischfleisch. Aber das sind irgendwie nur noch diese dunklen Typen, ne? Die sind. Sind trotzdem Scheiße. Zwei reingerutscht. Ja, das Problem ist ja. Aber. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Aber den Rest konnte ich mehr oder weniger noch aussperren. Mist, ich habe keine Pfeile mehr. Hm.
Alter, wie die brüllen. Kannst du mich mal zurückholen, sonst bist du den ganzen Weg nochmal laufen. Wo bist du denn? Ich lieg hier vor deinen Füßen irgendwo. Achso. So, bitte. Jetzt kannst du mich aufheben. Nee, ich bin genauso wie Baby! Ernsthaft. Lass mich raten, du bist jetzt auch am Boden oder was? Nee, aber was? Mach keinen Scheiß, wir Markus und ich sind schon am Boden. Jetzt hat Baby uns aufgehoben, jetzt liegt sie am Boden. Wir müssen die mal beide da weglenken, damit wir Baby aufheben können, genau. Ich hatte auch schon wieder erwischt. Alter, die überrennen uns gerade ein bisschen, ja? Gerade übelst überrannt. Nein, nein, oh, scheiße. Lass mich raten, das hat uns alle erwischt. Ja. Ernsthaft? Das heißt, wir können neu starten, oder? Hier hat mir den Nacken geknabbert. Einfach jetzt zurück zum Lager und den Rucksack finden und dann wieder. Das heißt, wir liegen alle jetzt mehr oder weniger jetzt. Na, ich bin ja schon wieder beim Flugzeug. Ich habe schon mal starten gedrückt. Fünf Tage überlebt. Mhm. Na gut. Dann. Nicht mehr hier. Ich bräuchte erstmal irgendeinen Snack hier, sonst schaffen wir es ja gar nicht mehr bis dahin. So weit dürfte es ja, glaube ich, gar nicht sein, ne? Bis zum Lager. Theoretisch ist es nicht so weit, aber ich habe nicht mal mehr eine Axt für ein Flugzeug, für das Ding, weil ich nichts zu essen habe. Das heißt, ich muss jetzt Bären irgendwie finden, hoffentlich. Ja, ich habe ein paar Koffer aufgemacht, da waren Snacks drin. Die habe ich ja, ich habe ja nicht mal die Axt, dass ich dann weiter mal. Das... Komisch, ich hatte die direkt. Nimm den Stock. Cool, der einzige Bärenbusch, den ich finde, das ist die Heckkirsche. Aha. Ah, ich habe gerade einen Passagier gefunden hier. Gerade ganz zufällig. Was hast du denn gefunden? Ich bin da irgendwo runter und dann war da so ein Höhleneingang und da lockte der davor mit in so einem, wie soll ich sagen, Stockgestrüpp. Eingebunden da. Oh, alter Verwalter. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier, dass wir das mit den Leichen dann kriegen und dass wir da wieder Ruhe haben und dann machen ja, wir ja, genau. Zurück zum
Zum Lager erstmal. Machen wir das nächste Mal dann, ja doch. Genau. Sind die Gegner noch da, Baby? Du bist gleich fast da. Ich weiß es doch nicht. Aber hast du schon unsere abgeholzten Bäume jetzt langsam? Ja, die Schwachen sind noch da. Sind noch da, ja. Komisch, dass die da rumhängen, obwohl wir schon tot sind. Die fressen mit Sicherheit uns immer noch an. Ja, dich kann man ja auch nur zum Fressen gern haben, Baby. Am besten wäre rauslocken und dann das Tor zu machen, oder? Hier ist doch gar keiner. Außen lief nur gerade einer rum. So, dann komm schnell rein, Kev, dann können wir hier zumachen und dann machen wir Speichern. Jo, bin dabei. Genau, einer lief noch da draußen rum. Komm schnell, schnell! Ich bin dabei! Hör zu! So. Ah, Gott sei Dank, alles wieder da, mein Zeug. Jetzt muss ich jetzt noch was essen. Rohes Fleisch steckt mich so. Doch am Arsch. Und dann habe ich rohes Fleisch auch noch. Dann rettet mal euer Spiel. Moment. Decken. So, speichern und dann ist Feierabend und in der nächsten Aufnahmesession geht dann weiter mit Sonic Racing Team, würde ich sagen. Oder das entscheiden wir dann die Woche noch. Oder genau, oder so. Kann, zumindest ist das der Plan und vielleicht schaffen wir, aber vielleicht ändern wir das noch. Habt ihr? Ja. Yvonne? Yep. Gut, dann kann ich mich jetzt auch hier Spiel retten. So, und dann sagen wir alle hier von der Zockeranstalt schon mal danke fürs Reinschalten. Genau. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder treffen. Wahrscheinlich dann am Freitag, wie gesagt, nicht am Sonntag diesmal. Und ja, ne? Irgendwann kommen wir auch wieder hierher und dann kümmern wir uns weiter um das Roden dieses Waldes, wie die ganzen großen Konzerne hier auf der Welt. Gut, haut rein, Leute. Bis dann. Ciao. Ciao.